Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Lokomotive ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Friesenheimer Insel. Ein 48-jähriger Mann fuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Ölhafenstraße in Richtung Diffinestraße. Dabei missachtete er das Rotlicht und Andreas Kreuz an einem Industriegleis und stieß mit einer Lokomotive zusammen, die die Straße von rechts nach links querte. Der Mercedes wurde über die Straße mitgeschleift und gegen den Zaun einer gegenüberliegenden Industrieanlage geschoben. Der 48-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Zur Bergung des Mercedes musste dieser zunächst aus den Gleisen gehoben werden und wurde anschließend abgeschleppt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf über 50.000 Euro geschätzt.